In Techniken zu denken ist ineffizient. Wenn ich nicht die richtige Bewegung für den richtigen Angriff habe, dann wird es nicht funktionieren. Wenn wir auf der anderen Seite aber anfangen, in Taktiken zu denken, dann sind wir in jeder Situation handlungsfähig. Hey, es ist Martin von Critical Response. Taktisches Denken ist entscheidend, wenn wir in jeder Situation handlungsfähig sein wollen. Ein wichtiger Part dafür ist zu verstehen, welche Ziele am menschlichen Körper ich attackieren kann und welcher Effekt danach wahrscheinlich ist. Es ist nie garantiert. Man kann nicht auf ein bestimmtes Ziel schlagen und zu 100% erwarten, dass ein bestimmter Effekt eintreffen wird. Aber es gibt Wahrscheinlichkeiten. Auf den Kehlkopf zu schlagen hat sehr wahrscheinlich einen besseren Effekt, als einfach nur auf eine Muskelgruppe zu schlagen. Dementsprechend können wir gruppieren, was ist sinnvoll für welche Situation. In Zielen zu denken erlaubt mir, immer eine Option zu haben, die ich angreifen kann, während in Techniken denken mich hindern kann, sollte die Situation sich entwickeln zu etwas, was ich nicht vorhergesehen habe. Bevor wir uns angucken, wie der menschliche Körper strukturiert ist, welche Ziele natürlich sind und welche besonders effizient sind von diesen natürlichen Zielen, wie immer dasselbe. Lass ein Like, lass ein Follow da, abonniert den Kanal bei YouTube, helft mir sehr und ich bin enorm dankbar dafür. Ich spreche in diesem Kontext sehr gern über natürliche Ziele und natürliche Waffen. Denn eine der Hauptlektionen aus dieser ganzen Überlegung ist, dass fast jede Stelle am menschlichen Körper attackierbar ist und fast jedes Körperteil als Waffe genutzt werden kann. Wenn ich verstanden habe, womit kann ich schlagen, wohin kann ich schlagen, dann habe ich immer eine Option. Die meisten Selbstverteidigungssituationen sind nicht klar und eindeutig, dass ich meine Links-Rechts-Kombination machen kann, sondern ich befinde mich in einem merkwürdigen Winkel, in einer komischen Position, meine Balance ist gebrochen, ich wurde vielleicht schon angegriffen, all diese Dinge. Und trotzdem brauche ich in diesem Moment eine gute Angriffsoption, mit der ich auf den Gegner einwirken kann, ihn verletzen oder schädigen kann. Dafür ist es so entscheidend, zu verstehen, wie ist der menschliche Körper aufgebaut, welche Ziele kann ich attackieren. Mit welchem Körperteil ich zuschlagen kann, ist enorm simpel. Und zwar mit allem, was einigermaßen hart ist und alles, was ich beschleunigen kann. Das ist meine Faust, das ist mein Ellenbogen, mein Knie, meine Schulter, meine Hüfte, mein Kopf, mein Kiefer. Das ist egal. Natürlich sind einige Optionen besser als andere, aber es geht ja darum, in jeder Situation, egal wie schwierig die Lage für mich ist, eine Angriffsoption zu haben. Die andere Seite ist meiner Meinung nach wichtiger. Eine kleine Anatomiestunde. Zu verstehen, welche Ziele habe ich am menschlichen Körper, welchen Effekt werden diese Ziele haben und welche Optionen sind die besten, die ich benutzen möchte in einer Hochstresssituation. Wir gehen einmal den menschlichen Körper von oben nach unten durch und gucken uns an, welche Ziele kann ich attackieren und was wäre die optimale Waffe, um dieses Ziel zu attackieren. Eine Kategorie von Zielen, die ich nicht wirklich beachten werde, sind Ziele, die nur einen schmerzhaften Effekt haben, zum Beispiel Nervendruckpunkte. Weil es geht mir darum, in einer Selbstverteidigungssituation Schaden zu verursachen. Die Grundidee ist ja, wenn ich nicht weg kann aus der Situation, dann möchte ich so schnell wie möglich den Gegner kampfunfähig machen. Dafür brauche ich Optionen, die Schaden verursachen. Natürlich kann zum Beispiel ein Schlag auf die Muskelgruppen einfach nur dazu führen, dass der andere Schmerzen hat, aber es hat trotzdem auch einen mechanischen Effekt, weil der Muskel anschwillt, weil die Funktion des Muskels eingeschränkt wird. Kein optimales Ziel, aber trotzdem ein Effekt, das den anderen hindert. Bediene ich nur einen Schmerzdruckpunkt, dann ist der andere nur gestoppt, wenn er für Schmerzen empfindlich ist, wenn dieser eine Nervendruckpunkt bei ihm funktioniert, wenn er nicht emotional oder durch Rauschmittel so in einen alternativen Zustand gebracht wurde, dass er Schmerzen überhaupt nicht spürt und wenn er unerfahren ist mit Schmerzen. Zusätzlich funktioniert der Schmerz nur, solange ich den Reiz setze. Die Lektion ist einfach. Schmerzen sind relativ unzuverlässig, Schaden ist verlässlicher. Nichts ist 100%, aber wir versuchen so nah wie möglich an das ranzugehen, was eine gute Erfolgschance hat. Also, machen wir eine kleine Anatomiestunde daraus. Fangen wir ganz oben an. Das Erste, was ich attackieren kann, sind seine Haare. Natürlich ist die Voraussetzung, dass der Gegner überhaupt Haare hat. Das ist logisch. Wenn ich einfach nur Haare packe und irgendwie ziehe, dann ist das ein reiner Schmerzreiz. Das tut nur weh und wie gesagt, Schmerzen sind nicht zuverlässig. Was ich aber über die Haare sehr gut erreichen kann, ist ein Verdrehen des Genicks in irgendeine Richtung. Das kann über den Schmerz hinausgehen und wirklich Schaden verursachen. Man kann mit Haare ziehen niemandem das Genick brechen, aber man kann eine Stauchung verursachen, dass seine Bewegung eingeschränkt ist. Und vor allem wird seine Balance gebrochen. Wenn wir hier stehen und ich erreichen kann, ihn krumm zu machen, dann sind seine Optionen massiv eingeschränkt und alle meine Folgeoptionen werden deutlich stärker. Für das Haare ziehen
gibt es zwei Ansätze, die das besonders effizient machen. Wenn ich mir vorstelle, dass sein Schädel ein Viereck ist, ich habe hier vorne zwei Ecken und ich habe hier hinten zwei Ecken, dann möchte ich immer an einer gegenüberliegenden Ecke ziehen. Das heißt, hier würde ich rübergreifen, die hintere Ecke nehmen und hier ziehen. Das ist einer der Punkte, wo ich die meiste Hebelwirkung auf sein Genick aufbauen kann. Das zweite, was ich machen möchte, das zeige ich jetzt hier oben, wo er am meisten Haare hat, ist nicht einfach nur so ein bisschen Haare greifen, sondern richtig rein und mich reinkrallen. Das sieht man jetzt schon an seinem Gesicht, das wird unangenehm. Und hier kann ich anfangen zu arbeiten. Zusätzlich zum einfachen Ziehen kann ich auch drehen und ziehen. Immer wenn ich ein Gelenk hebele, und in diesem Fall hebele ich das Genick, möchte ich in mehrere Richtungen gleichzeitig arbeiten. Soweit zu den Haaren. Direkt darunter ist die Schläfe als nächstes Ziel. Das heißt hier die kleine, dünnste Stelle der Schädeldecke. Dagegen zu schlagen, ob das mit der offenen Hand ist, ob das mit der Faust ist, ob das mit dem Ellenbogen ist oder sollte sein Kopf tiefer sein mit dem Knie, hat einen sehr hohen Schmerz- und Schadenseffekt, es übt sehr viel Wucht auf das Gehirn aus und kann sogar relativ verlässlich zu einem Knockout führen. Nicht 100%, aber relativ nah dran. Auf die Schläfe zu schlagen, wird immer Schaden. Das nächste sind die Ohren. Ich kann die Ohrmuschel einfach packen, drehen und reißen. Man kann das Ohr sogar abreißen und das wird zu einer starken Blutung und somit auch zu einem psychologischen Effekt führen, hat aber keine direkte Einschränkung. Ja, es ist schmerzhaft, aber er ist in seiner Körperfunktion, abgesehen vom Hören, in diesem Fall nicht eingeschränkt. Was ich stattdessen lieber machen möchte, ist mit der flachen Hand oder besser noch mit einer leichten Beugung in der Hand aufs Ohr schlagen. Das erhöht plötzlich den Luftdruck im Innenohr und führt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass das Trommelfell reißt. Das schädigt auch den Orientierungs- und den Gleichgewichtssinn und es ist enorm schmerzhaft. Das ist einer der Schläge, die sehr brauchbar sind. Der Schlag aufs Ohr ist eine der Angriffsoptionen, die sehr verlässlich sind und somit in jedem Repertoire vorhanden sein sollen. Augen sind ein sehr sensibles Thema. Augen ignoriere ich für den Moment und komme am Ende nochmal drauf zurück. Weitergehend haben wir hier auf jeden Fall die Nase. Die Nase zu brechen ist sehr einfach und erfordert nicht besonders viel Kraft. Fast mit jeder Angriffsoption habe ich eine hohe Chance, die Nase zu brechen. Ob ich das mit der Faust mache, ob ich mit dem Unterarm darauf schlage, mit dem Ellenbogen, ob ich eine Kopfnuss mache, das ist recht egal. Die Nase zu brechen ist simpel, hat einen hohen Schmerzeffekt und führt auch zum Tränen des Auges. Ich kann auch schlechter sehen. Alles in allem aber eine mittlere Option, weil man mit einer gebrochenen Nase trotzdem sehr gut weiter agieren kann, ist recht, wenn der Gegner schmerzresistent und kampferfahren ist. Ich kann das Jochbein attackieren. Hier wieder mit denselben Schlägen. Faust, Ellenbogen, Kniestöße. Das Jochbein zu brechen, kann dazu führen, dass das Auge absackt in die Höhle, die darunter entsteht. Eine massive Schädigung des Auges kann zur Folge sein. Die Einschränkung des Sehens im Kampf oder sogar der Verlust des Auges ist möglich, wenn der Schaden zu massiv ist. Ob das einen direkten, spürbaren, taktischen Effekt hat, ist aber zufällig. Vielleicht brecht das Jochbein und nichts passiert, vielleicht brecht das Jochbein und der Kampf ist dann vorbei. Ich kann den kompletten Kiefer attackieren. Wenn ich vorne an der Kinnspitze ansetze, zum Beispiel mit einem seitlichen Haken, habe ich eine sehr gute Chance, den Kopf zu rotieren. Die Kopfrotation ist sehr verlässlich, wenn ich einen Knockout herbeiführen möchte. Es geht hier um die Beschleunigung des Hirns in der Schädelkammer und dass das Hirn einmal links und rechts oder vorne und hinten gegen den Knochen schlägt und das führt zur Bewusstlosigkeit. Die Beschleunigung des Schädels ist einer der einfachsten Wege, um dies zu erreichen. Den Kiefer zu brechen ist ähnlich wie das Jochbein zu brechen. Es kann im Kampf zu einer starken Einschränkung führen, kann aber auch keinerlei taktischen Effekt haben. Ob ich die Kinnspitze attackiere oder das Kiefergelenk, ist dafür relativ egal. Die Kinnspitze ist besser, wenn ich das Hirn angreifen möchte durch den Rotationseffekt. Das Kiefergelenk ist besser, wenn ich den Kiefer brechen möchte. Vorsicht immer vor allen Schlägen, die Richtung Zahn gehen. Zähne ausschlagen ist nicht schwierig, aber ich habe eine hohe Chance, dass ich mich selbst verletze und ein Stück Zahn in meiner Faust oder meiner Hand stecken bleibt. Und das sind Folgeeffekte, die ich auf jeden Fall vermeiden möchte. Die Kehle zu attackieren. Das ist wieder eine der Varianten, die sehr erfolgsversprechend ist. Ich kann einfach mit der Innenseite meines Daumens oder meines Zeigefingers einen geraden Stoß machen. Oder ansonsten auch alles nehmen, was relativ flach ist. Ob das die Fingerspitzen sind, ob das die Handkante ist, ob das der Unterarm ist. Es hängt alles davon ab,
wie gut erreiche ich gerade dieses Ziel und wie ist seine Position. Hat er das Kinn sehr weit nach unten geneigt, dann wird es sehr schwierig, mit etwas breiteren Angriffsoptionen da anzukommen. Mein Unterarm oder mein Ellenbogen hat jetzt einfach nicht genug Platz. Ich würde immer nur seine Kinnspitze attackieren. Mit meinen Fingern hätte ich trotzdem noch eine Chance reinzukommen. Wenn ich an der Kehle bin, kann ich nicht nur schlagen, sondern ich kann auch packen und drücken. Die Quetschung des Kehlkopfs ist der Effekt, den ich verursachen möchte. Das führt nämlich zu einem Anschwellen und somit ist sein Luftholen und Schlucken enorm erschwert. Das kann dazu führen, im Extremfall, dass der andere stirbt, weil die Sauerstoffversorgung unterbleibt. Für die Worst-Case-Szenarios, für die wirklich extremen Gewaltsituationen ist es ein angebrachter Schlag, weil ich mit einem recht geringen Kraftaufwand einen recht verlässlichen Effekt habe. Seitlich zum Hals zu attackieren, die Halsschlagadern abzudrücken mit einem Schlag, kann zu Schmerzen führen, kann auch zu kurzzeitigem Bewusstseinsverlust führen, einfach weil die Blutversorgung minimal unterbrochen wird. Das ist aber ein sehr zufälliger Effekt, das kann man nicht wirklich präzise herbeiführen. Hier drauf zu schlagen, hier drauf zu schlagen, hier drauf zu schlagen. Das sind alles Optionen, die nicht vernachlässigt werden sollten, aber es ist nicht das Wichtigste im Repertoire. Viele Ziele in seinem Kopf, die ich von vorne attackieren kann, kann ich auch von der Seite oder von hinten attackieren. Aber ein Ziel ist besonders schwierig von vorne zu erreichen, das trotzdem enorm effizient und wichtig ist. Und zwar der Hinterkopf. Das Verbindungsstück zwischen Rückenmark und Kleinhirn. Wir haben alle hier einen kleinen Knubbel und darunter ist eine Kuhle. Diese Stelle kann man sehr gut attackieren. Das Kleinhirn ist der Sitz des Atemreflexes. Und es ist der Part, wo unser Hirn am wenigsten geschützt ist durch Knochen. Wenn ich also diesen Part am Körper attackiere, zum Beispiel mit einer Hammerfist, zum Beispiel mit einem Ellenbogen, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen starken Effekt sehen werde. Gerade wenn mein Gegner nach unten gebeugt ist und jetzt von oben mit voller Gewalt draufschlage, wird das zu einem massiven Effekt führen. Ähnlich wie beim Kehlkopf muss man sich hier bewusst sein, dass ich den Angreifer damit ins Krankenhaus bringen werde oder vielleicht sogar töten werde, je nach Wucht des Treffers. Das sind Schläge für die absoluten Extremsituationen. Soweit zum Kopf, gehen wir zum Körper. Das Schlüsselbein zu brechen ist nicht umsonst beim MMA verboten, weil es ein recht effizienter Weg ist, den Arm zu isolieren oder zu neutralisieren. Mit gebrochenem Schlüsselbein ist es schlichtweg sehr schwierig, den Arm zu bewegen. Aber mit bloßen Händen das Schlüsselbein zu brechen ist gar nicht so einfach. Die verlässlichsten Varianten wären eine Hammerfist oder ein Ellenbogen. Also hier von oben raufschlagen oder mit dem Ellenbogen von oben aufs Schlüsselbein. Trotzdem ist es ein bisschen Glücksspiel, ob ich das mit der bloßen Hand überhaupt schaffe. Habe ich irgendein Werkzeug, mit dem ich auf ihn einwirken kann, ist es wieder relativ verlässlich. Gehen wir weiter nach unten. Das Brustbein zu attackieren ist an sich keine schlechte Idee. An den meisten Stellen ist der Knochen aber sehr stabil. Am untersten Ende haben wir den Solarplexus, das heißt den Nervenpunkt, der am unteren Ende vom Brustbein sitzt. Das ist einer der Nervenpunkte, die sehr verlässlich sind, weil sie zu einer kurzzeitigen Lähmung des Zwerchfells führen können und dementsprechend kann er keine Luft mehr kriegen in dem Moment. Allerdings ist der Punkt sehr, sehr fein und klein. Ich muss ihn wirklich präzise treffen und zwar mit einer spitzen Fläche, das heißt mit einem Knöchel oder sogar mit dem mittleren Knöchel des Fingers, vielleicht mit dem Ellenbogen. Wenn ich hier reinschlage, das war schon zu grobflächig. Wenn ich hier reinschlage, mit den Knöcheln oder mit dem Ellenbogen, dann habe ich eine Chance, den Solarplexus zu treffen. Allerdings ist die Trefferfläche, wie gesagt, sehr klein. Ich muss wirklich präzise arbeiten oder Glück haben. Hat der andere einen Pulli oder eine dicke Jacke an, kann das Ganze unmöglich werden zu bedienen. Links und rechts haben wir die Rippen. Gerade die unteren Rippen, die sehr kurz sind, sind leicht zu brechen. Ein reiner Rippenbruch kann dazu führen, dass er starke Schmerzen hat, dass die Atemfunktion eingeschränkt ist oder sogar, dass innere Organe punktiert werden. Der Rippenbruch ist recht leicht hervorzurufen, die Folgeeffekte sind aber nicht verlässlich. Ich kann einfach nicht vorhersagen, was passiert, wenn ich ihm die Rippen breche. Optionen, um die Rippen zu attackieren, sind Aufwärtshaken zum Körper, entweder gerade oder seitlich. Ellenbogenschläge und natürlich Kniestöße. Unterhalb der Rippen, in der Bauchhöhle, da liegen die Organe, die man attackieren kann. Man kann entweder direkt den Magen attackieren, man kann auf seiner rechten Seite seine Leber attackieren, auf der linken die Milz oder etwas tiefer liegend sogar die Blase.
Alle Organe können mit Faustschlägen, Ellenbogenschlägen oder Kniestößen gut attackiert werden. Die Verlässlichkeit ist aber eher mittelmäßig. Der Lebertreffer ist heftig, wenn man ihn abbekommt, aber den präzisen Winkel in einer dynamischen Situation zu bekommen, ist nicht etwas, auf das ich unbedingt wetten würde. Die Schläge zum Magen oder zum Milz können einen starken Effekt haben, müssen aber nicht, je nachdem wie schmerzerfahren der Gegner ist. Ein Schlag zur Blase ist durchaus eine Option, die man nicht vernachlässigen sollte, erst recht, wenn der Gegner eindeutig alkoholisiert ist. Das spricht nämlich dafür, dass er eine volle Blase hat. Die Rippen sind sehr leicht von hinten zu attackieren. Das einzige Organ, das ich gut von hinten erreichen kann, sind die Nieren, die in etwa hier sitzen. Auch hier mit geraden Fauststößen oder Kniestößen gut zu bedienen. Ebenfalls von hinten attackierbar ist die komplette Wirbelsäule. Mit den heftigsten Gewalteinwirkungen kann ich hier einen Bruch verursachen. Ob das jetzt ein Ellenbogenstoß ist oder wieder ein Kniestoß. Das sind aber beides Angriffsoptionen, die sehr schwer zu rechtfertigen sind. Wir dürfen Notwehr in dem Kontext einfach nicht vergessen. Wenn ich hinter ihm stehe, was rechtfertigt einen so massiven Angriff auf ein integrales Körperteil? Eine Zusatzoption dabei ist, hier unten das Steißbein zu brechen, am besten ebenfalls mit Kniestößen. Das Steißbein zu brechen führt dazu, dass er sich wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen möchte vor Schmerzen, weil die Verbindung zwischen Hüfte, Beinen und Wirbelsäule so attackiert ist, dass jede Bewegung extrem schmerzhaft ist oder gar blockiert wird. Aber auch hier, wann ist es gerechtfertigt, dass ich ihn von hinten packen kann und mein Knie ins Steißbein? Was taktisch effizient ist, muss nicht immer für die Selbstverteidigung gut funktionieren. Jede Entscheidung ist situativ. Wir sprechen gerade nur darüber, wie ist die Anatomie des menschlichen Körpers aufgebaut. Schläge zu den Armen haben keinen besonders einschränkenden Effekt. Alles, was ich auf die Muskelgruppen setzen kann, ob von vorne, von innen oder mit einem Packen und Drücken, kann einen einschränkenden Effekt haben. Es kann aber auch nur zu einem blauen Fleck führen und ihn nicht wirklich weiter behindern. Was sich am Arm gut attackieren lässt, das sind die Gelenke. Hierfür müsste ich aber einen Hebel ansetzen. Ob ich hier reinschlage, ob ich hier reinschlage oder ob ich einen Finger packe und den breche. Die Gelenke sind recht diffizil. Man braucht nicht so enorm viel Kraft, um sie zu brechen im Vergleich zu anderen Gelenken, wie zum Beispiel am Bein, an der Schulter oder an der Hüfte. Trotzdem sind Hebel immer eine komplexe Bewegung. Ich brauche ein Drücken und ein Ziehen, damit ich auf das Gelenk einwirken kann. Tiefschläge in die Genitalien ignorieren wir auch für einen kleinen Moment, packen sie zu den Augen und sprechen über beide Ziele ganz am Ende. Gucken wir uns erstmal das Bein. Wenn ich von außen attackiere, zum Beispiel mit dem Knie auf seinen Oberschenkel, kann das zu einer starken Einblutung im Muskel führen und sogar seine Bewegung etwas hemmen. Trotzdem eher schmerzbasiert als schadensbasiert. Gehen wir etwas tiefer und ich attackiere das Knie mit Kniestößen, mit Tritten. Oder wenn ich etwas tiefer bin, sogar mit Ellenbogen, auch wenn das keine taktisch vorteilhafte Situation ist. Das Knie zu attackieren ist relativ simpel, weil es ein diffiziles Gelenk ist, das viel Körpergewicht trägt. Ob ich von vorne nach hinten arbeite, von hinten nach vorne oder von der Seite, ist relativ egal. Den stärksten Effekt auf das Kniegelenk haben die seitlichen Aktionen, weil wir von vorne und nach hinten uns recht gut abstützen können und von der Seite nicht. Wie genau ich auf das Knie einwirke, das spielt aber fast keine Rolle. Ideal etwas von oben nach unten, ob mit dem Knie oder mit dem Tritt, spielt aber wie gesagt fast keine Rolle. Wenn ich von außen den Oberschenkel attackieren kann, kann ich genauso gut von innen den Oberschenkel attackieren. Auch hier wieder Kniestöße oder Tritte. Ich kann sein Bein bewegen, ich kann zu einer Einblutung im Oberschenkel führen oder das Knie von innen einfach attackieren. Darunterliegend ist das Schienbein. Das Schienbein ist sehr schmerzempfindlich. Gerade wenn ich einfach mit der Fußinnenseite drauf trete oder mit der Pike dagegen arbeite, kann ich zu großen Schmerzen beim Führen. Hängt aber stark von meiner Schuhwahl ab. Habe ich dünne und leichte Schuhe, dann würde ich das nicht empfehlen. Habe ich hingegen stabile Arbeitsstiefel, dann kann ich das gut attackieren. Gerade der unterste Part des Schienbeins, ganz hier unten, ist sehr leicht zu brechen. Das heißt, die Endspitze des Schienbeinknochens kann man abbrechen und das führt zu massiven Schmerzen bei jedem Schritt und kann sogar wieder seine Bewegungsfähigkeit einschränken. Ansonsten kann ich den Fuß sehr gut attackieren, entweder seitlich den Knöchel, von außen oder von innen. Frontal ist etwas schwieriger, einfach durch die Knochenstruktur im Gelenk.
Ähnlich wie beim Knie kann ich zu einem Bruch führen, kann ich dazu führen, dass er starke Schmerzen hat und keine wirklichen Schritte mehr setzen. Weiter unten, einfach die Fußoberfläche, kann ich gut mit einem Stampfen attackieren und Zehenknochen brechen. Hängt wieder von meiner, aber auch von seinen Schuhen ab. Wenn er die stabilen Arbeitsstiefel mit Stahlkappe hat, dann komme ich da wahrscheinlich nicht durch. Habe ich die stabilen Schuhe und er nur dünne Sportschuhe, habe ich eine recht gute Chance, ein Zeh zu brechen. Die Frage ist, wie viel bringt das jetzt genau, ein Zeh zu brechen? Weil man mit gebrochenen Zehen trotzdem sehr gut weiter agieren kann und er das unter Umständen gar nicht mehr. Ein Finger zu brechen führt dazu, dass seine Hand nicht mehr funktionsfähig ist, zumindest nicht komplett. Ein Zeh zu brechen kann keinen spürbaren Effekt haben. Sprechen wir über zwei Sonderfälle, das Attackieren zu den Augen und das Attackieren zu den Genitalien. Beides sind Schläge, die in der Selbstverteidigung sehr beliebt sind, weil sie jetzt sehr effizient vermarktet werden. Und das können sie auch durchaus sein. Aber ich nehme beide immer aus der normalen Zielfindung raus, weil sie quasi die nukleare Option sind. Sobald ich einmal auf dieses Niveau gegangen bin, gibt es kein Zurück mehr. Wenn ich dem anderen meinen Finger in die Augen rahme und das hat nicht den gewünschten Effekt, ihn zu stoppen, dann gibt es danach keinen Halt mehr. Er wird massiv eskalieren und die Gewalt wird auf ein ganz neues Niveau gehoben werden, das es vorher vielleicht nicht war. Ich darf mich einfach nicht darauf verlassen, dass Finger in die Augen, in welcher Form auch immer, dazu führt, dass der Kampf vorbei ist. Es ist ein Glücksspiel. Vielleicht ist der Kampf vorbei, vielleicht eskaliert es danach komplett. Schläge zu den Genitalien sind ähnlich, deshalb habe ich jetzt beides in eine Kategorie gepackt, aber auf einem etwas niedrigeren Niveau. Wenn ich ihm zwischen die Beine schlage, ob das mit dem Knie ist, ob das mit einem Tritt ist, ob das mit einem Schlag ist, relativ egal. Dann befinde ich mich auf einem Angriffsniveau, das entweder sehr gut funktionieren kann, ihn einschränkt und seine Motivation bricht oder das gar keinen spürbaren Effekt hat. In die Genitalien zu schlagen, ist nämlich primär psychologisch. Ob der Angreifer stoppt in diesem Moment oder nicht, hängt wieder stark davon ab, wie erfahren ist er, wie schmerzresistent ist er, in welchem Mentalzustand ist er und wie sehr möchte er diesen Angriff weiter fortsetzen. Ist er friedlich und entspannt in einem nüchternen Zustand und dann trete ich ihm in die Eier, wird das wahrscheinlich einen großen Effekt haben und das ist genau das, was man im Training immer sieht. Aber ist er auf Drogen, ist er unfassbar wütend, ist er sehr gewalterfahren und schmerzresistent und dann trete ich ihm in die Eier, kann das dazu führen, dass er nur noch wütender wird und weiter auf mich einschlägt. Mit diesen beiden Angriffsoptionen muss man also etwas vorsichtig sein, mit den Augen, mit den Eiern. Es sind trotzdem gute und verlässliche Ziele, man darf nur nicht erwarten, dass sie immer den massiv erwarteten Effekt haben, sondern es kann auch zurückschlagen, ihn noch wütender machen, ihn noch extremer in seinen Angriffen machen und die Gewalt auf ein komplett neues Niveau heben. Wenn ich mich 360 Grad um meinen Partner herum arbeite, dann wird mir auffallen, dass überall jederzeit Angriffsoptionen sind. Und das ist wichtig für die Selbstverteidigung. Ich will so schnell wie möglich angreifen. Wenn ich verstehe, welche Ziele am Körper kann ich attackieren, welcher Effekt ist verlässlich, welche Waffe bietet sich an für ein bestimmtes Ziel und wie finde ich immer ein Ziel aus, egal welcher Position, in der ich stehe, dann habe ich immer etwas, was ich tun kann. Ich kann immer auf den anderen einwirken. Und das ist wichtiger, als die perfekte Technik zu haben. Hauptsache, du machst etwas, du wirkst auf den anderen ein und dann arbeitest du dich in eine bessere Position, bis du den Kampf entweder beenden kannst oder ihn verlassen kannst. Ziele zu verstehen ist enorm hilfreich, um taktisch handlungsfähig zu bleiben. Und taktisch handlungsfähig zu bleiben, ist das Kernelement der physischen Selbstverteidigung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like und ein Follow da. Abonniert den Kanal auf YouTube. Wie gesagt, ihr helft mir sehr, ich bin enorm dankbar. Ansonsten trainiert viel und bleibt sicher.